Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Eben war der DHL-Mann da und hat mir zwei Pakete gebracht. Das ist jetzt das zweite Paket von Andy Haas. Diejenigen, die meinen Kanal verfolgen, werden ja vielleicht wissen, ich habe mir schon ein Spyderco von Andy Haas aufpimpen lassen. Das ist mein UK PK Titanium. Da hat er sein Flintstone Finish drauf gemacht und ist dann Hitze gefärbt. Bin also jedes Mal, wenn ich das Messer in der Hand habe, begeistert, weil die Lichtbrechung hier im Griff durch das Flintstone Finish ist einfach so genial. Es ändert ständig seine Farbe. Und es ist eben wirklich ein Unikat, was ich jetzt habe. Und ich werde dieses Messer wohl auch freiwillig nicht wieder hergeben. Da muss schon was ganz Besonderes passieren, dass ich dieses Messer verkaufen werde. So, aber jetzt habe ich halt gedacht, weil mir das so gut gefallen hat, ich schicke eine weitere Spinne an den Andi. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber Andi ist ja ein viel beschäftigter Mann. Aber nun habe ich es endlich. Und ich möchte natürlich auch, dass ihr hier dabei seid, wenn ich das auspacke. Das Wichtigste zuerst, ein bisschen Gumminahrung, Dankeschön. Und hier ist die Verpackung, Trommelwirbel, ich habe das gar nicht mehr so klein in Erinnerung gehabt. Ja, hier ist es. Andi hat mir gesagt, dass es ein bisschen schwieriger wird, hier was mit dem Messer zu machen, weil man es eben nicht auseinandernehmen kann. Und er musste da auch sehr vorsichtig vorgehen, was das Flintstone Finish angeht. Konnte da nicht so tief gehen, wie er es normalerweise tut. Aber so vom ersten Eindruck gefällt mir das sehr gut. Und ich habe wieder ein Unikat. Auch die Clip-Seite sehr schön geworden. Ja, prima. Also auch dieses Messer wird natürlich einen ganz besonderen Platz in meiner Sammlung bekommen und auch behalten. Ich habe Andi gesagt, ich möchte jetzt bei diesem auch nur das Flintstone Finish haben, wobei er auch meinte, dass das aufgrund der Beschaffenheit des Messers wohl nicht möglich gewesen wäre, es zu färben. Da hat er Angst, dass sich irgendwas verzieht und man das Messer dann nicht mehr richtig schießen kann. Ja, vielen Dank nochmal, Andi. Ich werde mir das jetzt in Ruhe ein bisschen genauer angucken noch. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.